Gemeinsam mit seiner Frau Rita, einer gelernten Krankenschwester, will er sich ein eigenes Bild vom dicksten Mann der Welt machen. Zunächst untersucht der gebürtige Türke Manuel gründlich, tastet ihn ab und schaut sich jeden Wulst genau an. Vor allem die riesigen Auswüchse an den Beinen sind für ihn von besonderem Interesse. Das ist schwer, viel zu schwer. Ja, so ca. 50 Kilo, zusammen also 100 Kilo. Sie haben natürlich zwei Sachen, das eigentlich das Wichtige ist, einmal das Übergewicht und einmal sogenannte Elephantiasis, die Beine. Und wir wissen nicht, diese Elephantiasis, warum das aufgetreten ist. Also einerseits muss man das ihr Übergewicht behandeln und andererseits muss man auch die Ursache suchen, warum sie diese dicke Beine, Elefantenbeine haben. Das kann angeboren sein, bei Ihnen glaube ich nicht, ich habe ein bisschen das Geschichte erfahren. Das kann später aufgetreten sein. Man musste das feststellen, ob das diese Lymphwege, was das die ganze, das der Abfluss von oben nach unten, von unten nach oben bringt, ob das enorm ist. Das kann man mit einer Methode, sogenannte Lymphscintigraphie, verursachen. Doch bevor er Manuels Lymphsystem behandeln kann, musste er weiter abnehmen. Um ihm das zu erleichtern, zeigt der Arzt die Funktion eines Magenballons. Dabei wird die Speiseröhre leicht betäubt, anschließend ein Führungsdraht samt Ballon in den Magen geschoben. Ist dieser richtig platziert, wird der Draht abgezogen und der Ballon gefüllt. Ergebnis: Der Übergewichtige kann nur noch wenig Nahrung zu sich nehmen. Das ist Magenballon, das ist zusammengefaltete Form. Das ist das Ballon. Und dann das geblasen wird, wird so ungefähr. Das ist nur für Gewichtsabnahme. Diese Methode nur für Gewichtsabnahme. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wieder 150 Kilo oder 140 Kilo abnehmen, wie er sagt, dann ist das ja natürlich schon 300 Kilo runter. Und dann kann sein, dass es diese Menge, dass die Lymphe wieder besser wird, dass etwas kleiner wird. Aber so verschwinden wird auch einfach nicht. Und da muss man sehen, wie der operative Wege Möglichkeiten bietet. Aber so darf man nicht operieren, natürlich. Es kommt immer Komplikationen. Komplikationen, die Manuel das Leben kosten könnten. Das Einsetzen des Magenballons dagegen wäre in einem Krankenhaus vor Ort in Montreal möglich und würde nur wenige Minuten dauern. Das gleiche gilt für die Behandlung des Lymphsystems. Nach der Diagnose könnte dann ein kleiner Eingriff das Leben des Dicken ganz schnell ändern. Vielleicht kann Manuel Uribe eines Tages dann auf die Klänge von I Will Survive tanzen. Draußen, in einer Disco, auf den eigenen Beinen.